So, dann wollen wir auch gleich mal schlafen. Denn letzte Folge haben wir uns ja in diesem kleinen Raum hier eingebunkert und Tür zugemacht, damit wir uns ein bisschen erholen können. Auch wenn ich in den Kommentaren jetzt gelesen habe, dass die Mönche anscheinend Türen aufmachen können, was ganz schön garstig ist. Aber gucken wir mal. Bisher ist hier noch alles zu. Was war eigentlich da drin? Testweise? Nö, macht nichts, Klick. Okidok. Heiltränke haben wir genug. Zauber vorbereiten. So. Wir sind da. Es gibt noch jede Menge zu erforschen. Gegner höre ich gerade keine. Und warum liegt hier Essen rum? Stimmt, wir wollten noch in eine andere Fallgrube springen, nämlich die da. Was ist denn mit der? Also wenn wir die reinspringen, kamen wir da raus. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber da haben wir markiert, dass wir runterspringen sollen, also springen wir da jetzt mal runter. Und ja, wir sind hinter dem Gitter. Oh, das sieht wichtig aus. Und da kann man auch runterspringen. Wo hätten wir denn da springen müssen? Irgendwo hier. Moment mal. Wenn ein Loch in der Decke ist, dann heißt doch, dass es oben auch eine Falltür sein muss, oder? Oder ist es einfach nur für den Lichteffekt? Wahrscheinlich doch nur für den Lichteffekt, denn da oben können wir gar nicht hin. Also die Fallgrube führt dahin. In die sind wir schon reingesprungen, da kamen wir irgendwo hier raus, vor der Tür. Außer. Nee. Da müsste hier noch eine Fallgrube sein, damit wir da landen könnten. Egal. Machen die Tür einfach auf. Und ich nehme lieber eine Fackel in die Hand. Wer nimmt die Fackel in die Hand? Wir haben keinen Fackelträger mehr. Ah, doch er. Der Kompass kann weg. Das Gitter sieht komisch aus, aber da hinten ist irgendwas. Gut, checken wir doch mal kurz nach Schaltern. Nö, 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 nö. Nirgendwo ein Schalter. Oder wir gehen einfach hin. Das ist ja. Hä? Okay. Komische Konstruktion. Und das war ein Secret. Ernsthaft? Okay. Ein Eisfallhammer, der aussieht wie eine Axt. Aber er zählt leider als Hammer. Angriffskraft 35. Boah, das wäre schick gewesen. Aber gut, eins. Eine Krabbe? Jetzt nicht so beängstigend. Oh, viele Krabben. Das wird langsam beängstigend. Und vor allem dieser Pilz, der ist nervig. Sein Giftsporen. Du auch, du kleiner Kampfbrokkoli. Aber ja, hätte wesentlich schlimmer sein können. So ein, zwei Mönche und wir wären draufgegangen wahrscheinlich. Wenn das jetzt. Ah, was bist du denn hier? Und doch noch ein paar mehr wären da aufgegangen. So, Level Up für Gorn. Das ist schon mal schön. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob irgendwo, wo die Wände aufgegangen sind, noch Gegenstände oder Schalter sind. Oh, oder noch mehr Gegner zum Beispiel. Kleiner Mann. Okay, es ist nicht wirklich ein Mann, aber. Ching. Und gegen den jetzt kämpfen ohne Magie. Ja, obwohl, er scheint ganz gut Schaden zu bekommen. Ja, stimmt, wir haben gar nicht dran gedacht. Manche Gegner können ja vielleicht Waffen.
also keine Waffenresistenz haben, keine ordentliche, also keinen guten Rüstungsschutz. Bisher habe ich mir nur daran gedacht, ach, der kann Feuerschaden ab, der kann Luftschaden ab und so weiter. Aber an physische Resistenz habe ich da gar nicht so gedacht. Und gerade so ein Pilz sieht ja nicht unbedingt aus, als wenn er schwer gepanzert wäre. So, hier haben wir noch zwei Wurfdolche für unsere Druckplattenrätsel, falls mal wieder welche kommen. Wo willst du denn hin? Da kommen wir her. Hier scheinen wir also erledigt zu haben. Gut, gut. Dann wieder hoch da raus und hier mal weiter erforschen. Na komm, ich will dich backstabben, du doofe Krabbe. Na gut, dann nicht. Also ja, das Backstab-Trainieren war auch so ein weiterer Fehlgriff. Kommt mir jedenfalls so vor. Oder ich stelle mich einfach nur doof an. Aber wir kommen nicht wirklich häufig hinter den Gegner. Und ja, dann bringt der ganze Skill nichts. Hätten wir jetzt mit ihm Eismagie gelernt statt Feuermagie, dann wäre es vielleicht praktisch gewesen, weil dann hätten wir die Gegner einfrieren können und immer schön hinten gib ihm. Aber so ist es einfach eine Verschwendung. Oh ja, wir sollten hier wieder was rauflegen. Da. Obwohl, wir sollten eigentlich erst schlafen, dann was rauflegen und dann rausgehen. Denn ich höre schon wieder dieses komische metallene Scheppern. Und ich weiß nicht, welcher Gegnertyp das ist. Das könnte noch ein neuer sein. Weil die Mönche machen nur so ein komisches, wenn man sie überhaupt mal hört. Aber nicht das metallene. So, das muss reichen. So, davon eins rauf. Oh, wir können noch kurz ein Level-Up machen. Eigentlich wollte ich ja immer alle in Äxte setzen. Aber so viel wie ihr auf den Deckel bekommt, bin ich versucht, das hier zu lernen. Also Rüstung weiter auszubauen. Zum einen, weil er mehr Lebenspunkte bekommt. Getroffen wird er ja eh, aber dann hält er wenigstens mehr aus. Und mit 25 gibt es Schildexperte. Das heißt, er kriegt doppelt so viel Ausweichen von seinem Schild. Das ist schon mal schick. Also ja, packen wir da Punkte auf. Und bei Äxten wäre Rampage die nächste Attacke. Nee, mehr aushalten ist wichtiger. Er ist ja schließlich ein Tank. Also, das war der Plan. Wir wollten einen mächtigen Minotauren haben, der alles aushält. Und nicht einen Typen, der nur ab und an mal Schaden macht. Schon ganz unvorbereitet hier, Zaubersprüche. Noch mehr Fallgruben, wo wir runterspringen könnten. Wo würden wir da rauskommen? Also, wenn wir... Eine schöne Krabbe. Also, wenn wir da runterspringen, kommen wir da raus. Wenn wir da runterspringen, kommen wir da raus. Wenn wir jetzt hier runterspringen, müssten wir irgendwo da rauskommen. Ah, komm, testen wir mal kurz. F5. Na gut, wieder hoch. Das heißt, da runterspringen bringt nichts. Wenn wir da runterspringen, dann werden wir einfach nicht da landen, sondern da. Das macht auch keinen Unterschied. Was mit dem da? Den. Ne, dann landen wir hier in dem Gang. Na gut. Aber haben wir wenigstens einigermaßen sichergestellt, dass wir nichts verpasst haben. So, da wieder durch. Da rum. Und wir sollten eigentlich immer noch die Augen offen halten nach irgendeinem Schalter. Denn in einer Nische war hier ein Schlüssel. Ich glaube, da war das. Schlüssel. Ja, das ist ein recht großes Gebiet. Und hier jede Wand einmal abklappern. Vielleicht gibt es irgendwo einen offensichtlicheren Weg. Also ein richtiger Hebel und kein versteckter Druckknopf. Und hier war irgendwo noch eine Tür, die wir öffnen können. Genau, du. Oh, hallo, Freunde. Und es ist ein Flächenzauber. Sehr schön. Also ja, ich glaube, die Kämpferherausforderung könnten wir doch schaffen, wenn wir mehr Heiltränke benutzen und ein bisschen taktischer vorgehen. Und nicht so schnell in Panik verfallen. So,
kein Schalter, kein Hebel, kein Knopf, kein gar nichts, sondern nur eine Notiz. Was hat der nette Turm denn diesmal zu sagen? Die Platzierung der Säulen bei der Reihe der Hebel ist sehr peculiar, also ungewöhnlich. Ich muss sie mir genauer anschauen. Die Platzierung der Säulen bei den ganzen Schaltern? Ach stimmt, hier war irgendwo eine Reihe von ganz vielen Schaltern, ne? Gut, dann gucken wir uns mal die Säulen an, die davor sind. Nicht hier, nicht da. Stimmt. Ja, das sieht aus wie ein Türschloss. Ich habe zu viele Diebescharaktere gespielt. Definitiv. Also gut. Dann machen wir den mal runter. Und den hier auch runter. Das heißt, ich habe jetzt die, die weiter links standen, runtergemacht. Und die, die rechts stehen, halt oben gelassen. Das war es anscheinend nicht. Also wird es andersrum sein. Ich drücke jeden einmal. Und das war es auch nicht. Jetzt sind die rechten oben, also von hier aus, die rechten oben, die linken unten. Rechts, links, rechts, links, links. Hm. Hat sich vielleicht schon irgendwas geöffnet? Also ich habe nichts gehört. Kein Stein auf Stein, kein Klicken, kein gar nichts. Hm. Machen wir kurz alle hoch. So, alle oben. Wir haben hier. Wie viele Knöpfe haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Säulen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das passt schon alles. Ja, warum geht denn das Muster nicht auf? Also wir sagen rechts, rechts, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, links. Rechts. Rechts, links, rechts, links. Warum macht er jetzt nichts? Andersrum. Jeden Schalter einmal drücken. Nö. Hat das irgendwas mit den Säulen direkt auf sich? Aber wir hatten bisher noch keine Schalter an den Säulen. Nee. Es muss was mit der Position der Säulen zu tun haben. Und ich fand eigentlich meinen Lösungsweg ganz elegant, schick und überhaupt total toll. Hm, er hat gesagt, wir müssen uns das genauer angucken. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Sieht immer noch genauso aus wie vorher. Hm, noch ein bisschen mehr Licht. Also 5 Hebel, 5 Säulen. 2 davon sind nach hinten verschoben. Dann darf man doch eigentlich annehmen, dass man 2 von den Hebeln drücken muss. Okay, ich drücke jetzt mal willkürlich 2 runter. So, das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt nehmen wir den und den, den und den, den und den. Den hoch, den und den. Nein, den und den, nein, den und den, nein, den und den, nein. Ich habe, glaube ich, gleich jede 2 Kombination einmal raus. Nö. Ha, komisch, komisch. Achso, erstmal alle Hebel wieder nach oben, 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 oben. 2 rechts, ein links, ein rechts, ein links. Was könnte das noch bedeuten? Sind hier noch mehr Säulen irgendwo? Das ist eine Fackelhalterung. Vielleicht ist die... Dingens die Fallgrube bei dem Schlüssel weg? Nö, ist immer noch da.
Ich glaube, das ist das Problem mit Rätseln. Wenn ich eine schöne Lösung gefunden habe, komme ich auf keine andere. Aber wenn ich mir das jedes Mal neu jetzt angucke, sehe ich immer nur, zwei sind nach hinten verschoben. Also müsste man das Äquivalent zu den Säulen an den Schaltern drücken. Und das wäre der letzte und der vorletzte. Der vorvorletzte. Und das macht nichts. Letzter. Vorvorletzter. Oh, der Spiegel verkehrt. Letzter. Vorvorletzter. Alles nochmal andersrum. Was ist? Und es wird eigentlich Zeit für einen Cut. Aber das kann doch nicht sein. Ich gucke mir nochmal die Notizen an. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen. Achso, das ist das Falsche. Die Platzierung der Säulen bei der Reihe von Hebeln ist sehr ungewöhnlich. Ich werde sie mir genauer anschauen müssen. Torum. Ja, das heißt halt nur, dass es eine Verbindung gibt zwischen Säulen und Hebeln. Aber nichts Genaueres. Nö, fällt mir nichts ein. Na gut, machen wir einen Cut und machen wir nächste Folge woanders weiter. Das Rätsel können wir ja später auch noch lösen. Oder auch nicht. 086. So, bis gleich.